auf zum Kampf gegen Nemila. Dort vorne wartet sie nämlich schon auf uns in Mesa Luna City. Und nach diesem Kampf sollten wir den Champ-Pfad abgeschlossen haben. Bald ist es soweit. Ah, da bist du ja, Maike. Der Kampf, den wir heute austragen, ist ein Kampf unter Champs. Und wie es aussieht, sind nicht nur wir zwei gespannt, wer als Siegerin hervorgehen wird. Aber niemand hier ist so aufgeregt wie ich. Ja. Alles ist bereit für das große Spektakel. Meine ganze Kraft. Gegen deine volle Stärke. In diesem Kampf wird sich zeigen, wer von uns beiden überlegen ist. Dann sollten wir doch direkt mal anfangen, oder? Finaler Kampf gegen Champ Nemila! Und sie hat ein neues Theme! Ihr wisst ja, mein Lieblingstheme aus dem Spiel war ja eigentlich Nemilas Theme, aber jetzt hat sie ein neues. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Endlich beginnt ja unser größter Kampf! Dann fangen wir mal direkt an mit... Oh Gott, sie hat Level 65! Mein Puppe ist nicht mal Level 60! Also man merkt... Ich habe mich nicht wirklich groß vorbereitet vom Level her. Ich hatte damals von Typenvorteilen erzählt und jetzt setzt sie gegen mich ein. Genau. Ich möchte das ein bisschen ruhiger angehen, ein bisschen entspannter. Ich habe keine Heilanlüsse gekauft, ne? Das könnt ihr nicht von mir erwarten, dass ich an sowas denke. Also, mein Team sollte trotzdem gut genug sein, um gegen sie zu gewinnen, denn sie hat jetzt nicht die krassesten Pokémon. Und ich höre da so ein bisschen das erste Theme noch raus. Na, ich möchte so einen richtigen Angriff. Endlich muss ich mich nicht mehr zurückhalten. Das ist also ihr richtiges Team. Okay, eins ist schon mal down. Von 6. Schlurm. Schlurm war der Wurm. Der Stahlwurm. Das war Schlurm. Genau, das war der. Den ich überall sehe gefühlt, diesen Wurm. Ich weiß auch nicht warum. Lunalith wird reichen, oder? Oder? Natürlich wird das reichen. Und werde ich auch drin bleiben, jetzt wo ich mich gebufft habe. Ja, auf jeden Fall cool, wenn ja. Wieso kriege ich eigentlich keine XP? Komisch. Viscogon. Oh, dieses Drachenviech. Oh, keine Ahnung, welchen Typen das hatte. Das Ding. Trotzdem bleibe ich mal drin. Okay, das ist sehr effektiv. Das ist nicht so schön. Dennoch bleibe ich am Leben und... Mache kaum Damage. Verdammt. Ja, man merkt, dass ein Typ nicht weiß. Wow, ein Volltreffer im entscheidenden Moment. Das ist kein Glück mehr, sondern Können. Ja, ich würde mal zu Titan reintun, weil ich weiß ja sowieso, dass es ein Drachen-Pokémon. Eventuell ist es effektiv. Ich weiß wirklich nicht, was ein Typ hat. Ich vergesse es immer. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass es Drache ist. Und Lehmbrühe trifft nicht, haha. So ein Safe Switch für mich. Und ein sicherer Tod für dich. Oh, Drachenpuls. Warum hast du viel Damage gemacht? Stimmt gar nicht. Bam. Und ja, das war's effektiv. So. Zwei Pokémon down. Pamo Mamo. Oh no. Eigentlich muss Super rein. Ich werde ihn direkt mal heilen. Oder... Ich habe eine Heilattacke mit ihm. Eine Tagedieb. Aber das Problem ist... Super ist so langsam. Da heile ich mich lieber mit dem Item. Auch wenn ich nicht einkaufen gewesen bin. Habe ich noch 5 Top-Tränke übrig. Und einen benutze ich direkt mal.
Ich finde das normale Nemida-Film eigentlich besser, aber das ist auch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Das ist es nicht. Oh oh. Niemand hat mir gesagt, dass das Ding Ice Heap kann. Trotzdem One-Shot, die Hälfte haben wir. Wunderbar. Dummi-Miesel! Och, bitte nicht! Bitte nicht! Ja, was machen wir gegen Dummi-Miesel? Keine Ahnung, ist halt Normalviech, I guess. Ich könnte Takoko reintun. Das Ding nochmal mit Top-Trank heilen. Und dann Flammenwurf oder so spammen, weil das Ding ist ja, Dummi-Miesel ist ein Normal-Pokémon. Und Normal-Pokémon können eigentlich meine Geister-Pokémon die angreifen. Außer es hat sowas an die Erdbeben oder so. Dann bin ich natürlich ein bisschen ge. Oh. 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 Duffy Man! Okay, dann Power Punch, funktioniert das? Anwender konzentriert sich bevor angreift, wird er voll getroffen, ist der Tag vor. Ich probier's trotzdem aus. Power Punch. Jetzt greift er mich wahrscheinlich an. Oder was ist das? Er greift mich nicht an! Idiot! Du Backer! Jetzt kriegst du die gewaltige Power meines Power Punches! Bam! Das magst du vielleicht nicht killen, aber der Düsen hiebt dir tief! Bam! Verdammt! Die Rollwände sollst du abbekommen! So, da ist das Dummi-Miesel weg. Und zwei hat sie noch. Darf ich erstmal wissen, was die einsetzt? Natürlich nicht. Natürlich darf ich das nicht wissen. Nee, natürlich nicht. Verdammt. Ich tu mal Bellybolt rein zur Sicherheit. Ich weiß nicht, was hat sie denn noch? Sie hat noch ihren Starter-Pokémon, das tut sie als letztes rein. Und was hat sie da vorher noch? Sie setzt jetzt ihren Starter ein. Ja, die Titan kriegt das auch hin eigentlich. Okay. Nett, dass ich jetzt nochmal wechseln darf. Habe ich nicht erwartet. Ich dachte, du müsstest jetzt mit der Konsequenz leben, aber nein, zum Glück nicht. Jetzt sind nur noch du und ich übrig. Wir kennen es bis zum letzten. Warte, ist das schon dieses Pokémon? Ich hatte noch eins. Ha? Habe ich falsch geguckt? Aber. Ehrlich jetzt? Ach, come on. Diese dummen Stacheln auf dem Boden, die sind so nervig. Und warum bin ich sehr effektiv? Ich habe nur darauf geachtet, dass ich sehr effektiv bin. Ja, es ist schon ihr letztes Pokémon. Okay, sorry, dann habe ich falsch geschaut. Ach so, wegen Akrobatik, ha? Huh? Ich riskier's. Leuchte hell wie die Sonne, mein größter Schatz! Die Pflanze wieder, oder? Oder hat es jetzt ein Unlicht oder sowas? Es hat doch jetzt Typ Pflanze, oder? Richtig? Ja, okay. Wir haben ja gerade unsicher, weil es kann bestimmt noch einen anderen Literatypen haben. Aber ja, Typ Pflanze, Akrobatik sehr effektiv. Aber ich bin langsam! Null! Okay, jetzt haben wir ein großes Problem, Freunde. Ich pack mal Bellybolt rein. Ich bin zwar mit Bellybolt nicht effektiv, aber Bellybolt hält ein bisschen was aus, hoffentlich. Mit so einem großen Bauch kann er doch bestimmt viel aushalten. Und ich muss definitiv meinen Starter wiederbeleben, damit er gleich den Finisher machen kann. Ich werde dir zeigen, wie stark mein Maskerade seit unserem ersten Treffen geworden ist. Blumentrick. Auch mit deinen Blumen rumzutricksen, das geht gar nicht. Was soll das? Ist das die Signature-Attacke von dem Ding? Ha, diesen Volltreff habe ich durch puren Siegeswillen herbeigeführt. Leute, es wird sehr knapp. Sehr, sehr knapp.
Also wirklich sehr, sehr knapp wird es jetzt. Also es wird jetzt übertrieben krass. Und knapp. Soll ich heilen? Soll ich angreifen? Ich heile erstmal. Ich möchte ja auf keinen Fall irgendwelche Risiken eingehen. Ich glaube, Hyperdrang sollte reichen. Ich denke nicht, dass das Ding viel Damage macht, aber im Fall, dass es mich crittet, hau ich jetzt noch mal eine Heilung rein, eine kleine. Das reicht. Das reicht. Wieso killt mich das? Was? Was? Habe ich gerade nicht richtig geguckt? Da gibt es nur noch eine Sache, die ich machen kann. Einen Top-Beleber einsetzen. Warum habe ich überhaupt so 10 Stück davon? What the hell? Top-Beleber. Der Gears geht sowieso One-Shot-Down wahrscheinlich. Weil das Ding so krass OP ist. Doch nicht. Aber hilft mir das jetzt irgendwie? Nee. Ich meine, wenn ich Glück habe, können die es nochmal schwächen. Nee, ganz ehrlich, warum war ich jetzt am Leben noch? Das hätte ich nur eine Runde verschwendet irgendwie. Leute. Meine letzte Hoffnung. Wenn das Ding mich jetzt crittet und ich One-Shot down bin. Oder das Ding 150 Damage macht. Da bin ich raus. Das macht mir Angst. Bitte kill. One-Shot, One-Shot. Bitte, bitte, bitte. Halleluja. Einer der schwersten Kämpfe, definitiv. Aber habe ich auch erwartet. Das war echt knapp. Brauchst nicht gleich dabben, du hast verloren. Und das Taurus. Du bist echt die Allerstärkste. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue. Ich habe wirklich alles gegeben und du hast mich trotzdem besiegt. Wirklich alles. Uff. Pokémon-Kämpfe sind einfach unglaublich. Sie machen noch viel mehr Spaß, als ich mir je hätte vorstellen können. Also, nimm's gut auf. Tausend Dank. Doch eins sag ich dir. Wir müssen immer stärker werden. Irgendwie sowas hat sie bestimmt gesagt. Ich hab's nicht gelesen. Aber yeah! Krasser Kampf! Woo! Jetzt könnt ihr erstmal eine Verschnaufspause. Und dann stürzen wir uns nochmal ins Vergnügen. Was? Nein! Welche Pokémon setze ich denn am besten im nächsten Kampf ein? Tja. Das muss jetzt nicht so wichtig sein. Und damit haben wir den Weg des Champs abgeschlossen. Was fehlt denn nun? Ich meine, wir haben alles jetzt geschafft. Bring, bring! Ich glaube, wir kriegen jetzt unsere Antwort. Yo, ich bin's, Pepper. Maus, Maus. Boah, ganz ruhig. Hilft doch nicht so. Massivioso hat deine Stimme gehört und ist ganz aus dem Häuschen, Maike. Ach ja. Warum ich eigentlich anrufe. Erinnerst du dich noch daran, dass wir davon geredet haben, zu einer Null einen Besuch abzustatten? Ja. Natürlich tust du das. Ich wollte nicht an deinem Gedächtnis zweifeln. Die Sache ist die, dank all deiner Bemühungen hast du dir echt einen Namen gemacht. Deshalb haben wir zwei weitere Leute, die mit uns zu einer Null gehen. Hehe, mit so einer Trippe kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Zu viel sollte zu einer Null ein Kinderspiel sein. Also dann, wir sollten uns mit den anderen treffen. Treffpunkt ist das sogenannte Tor Null. Ich und die anderen zwei werden dort auf dich warten. Bald dich, ja? Ich schicke dir die Koordinaten. Okay. Wir warten auf dich, hörst du? Maus, Maus. Welche anderen zwei? Oh, ich war kurz weg, okay. Welche anderen zwei denn? Ist hier noch was Neues? Oh, der Direktor möchte mit uns sprechen. Okay, was gibt's denn?
Das sind zwei Pokale. Sicher ist jetzt. Oh, danke für deinen Besuch, Maike. Ich habe durch einen guten Freund von deinen Leistungen gehört. Meinen Sie Lewe? Wer das nur sein könnte. Übrigens, ich würde gerne ein weiteres Mal nach deiner Meinung fragen. Was für eine Herrenfrisur ist denn bei den jungen Leuten in letzter Zeit, angesagt? Kurzhaarschnitt? Undercut? Topfhaarschnitt? Langhaarschnitt? Schmalztolle? Also, so wie ich das noch recallen kann, ist so eine kurze Haarschnitt eigentlich ziemlich beliebt, so wie ich das kenne. Weiß ich, sag einfach mal Kurzhaarschnitt, I guess. Verstehe, in der Tat habe ich einige Schüler mit einer solchen Frise bemerkt. Ist die Schmalztolle etwa schon aus der Mode? Vielleicht sollte ich dann die Perücke wechseln. Ich habe nichts gesagt, das ist alles in bester Ordnung, jawohl. Ich danke dir vielmals in deinen Rat. Du hast direkt noch Klevitz Vertrauen gewonnen. Okay, cool. Das ist doch schön. Vielen Dank für deine Hilfe bei der Operation Stardust. Die Angelegenheit mit Cosima scheint sich zum Guten gewendet zu haben. Als Direktor ist es eine große Erleichterung für mich. Cosima ist dir unglaublich dankbar. Ich will nicht noch mehr von dir verlangen, aber eine kleine Bitte hätte ich noch. Würdest du dich mit ihr anfreunden? Wir sind doch schon Freunde. Hervorragend. Ich bin wirklich froh, dass du an unserer Akademie gekommen bist. Hier ein Zeichen meiner Anerkennung. Bitte nimm es an. Ein Riesennagel. Money! Bleib wie du bist, Maike. Ich versuch's. Direktor Clave und du versteht euch nun prächtig. Ja, wir sind schon Freunde, so, weißt du? Ich bin mit meinem Direktor befreundet. Oh, das ist aber nett. Na gut. Dann wollen wir mal schauen, wo uns das Abenteuer als nächstes hinschleppen wird. Alles klar, irgendwo dort oben soll angeblich also das Tor sein. Genau hier das Tor. Zu Tor 0, genau. Zu Zone 0. Da wollen wir nämlich hin. Ich schätze einfach mal, dass wir hier hochklettern. Und das war's. Einfach klettern, klettern, klettern. Vielleicht kann man ja auch schon vorher hin. Nur bringt halt nichts, wenn man noch nicht alle beisammen hat, I guess. Aber wer sind denn die anderen, die mitkommen? Das werden wir gleich erfahren. Ich guck nur, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg landen. Ich glaube hier lang, oder? Was ist denn das da vorne? Ist es das schon? Seht ihr das hier vorne? Da ist irgendein Tor. Das könnte es sein. Wow. Möchte nicht in irgendwelche Pummern reinrasen. Doch, ich glaube, das ist es. Das wird es wahrscheinlich sein. Hey, hier drüben! Ja, hier ist es. Ah ja. Das hier ist das Tor 0. Es wurde gebaut, um Zone 0, die im Inneren des Schlunds von Paldea liegt, zu observieren. Von da drin kann man den Schlund erreichen. Ah ja, das Pokémon, das du bei dir hast. Zone 0 soll der Geburtsort von Koraidon sein oder so. Vielleicht freut sie sich ja, wenn es wieder in seine Heimat zurück kann. Naja, mir ist Wumpe. Die beiden Leute, die ich hier bestellt habe, sollten beim Tor 0 warten. Gehen wir. Okay. Neue Mission, die Reise zum Ursprung. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Beziehungsweise das könnte man mehr oder weniger als Postgame sehen. Mehr oder weniger. Da gehen wir hinein. Und wer erwartet uns? Was wird uns in diesem Ort erwarten? Heute schnuppern wir ein bisschen hinein. Ist das vielleicht das Labor von Antiqua? Wow, ganz schön dunkel hier. Nee, Mila. Oh, Maike. Ich habe von Peppa gehört, dass es hier haufenweise starke Pokémon geben soll. Man muss nur die Worte starke Pokémon und Kämpfen erwähnen und schon kommt sie angerannt. In der Akademie nervt sie zwar ein bisschen, aber hier könnte sie tatsächlich nützlich sein. Wie bitte? Willst du mit mir anlegen? Aber dafür ist es hier eh viel zu dunkel. Wo sind jetzt die starken Pokémon? Das ist wirklich seltsam. Letztes Mal war das Licht an. Da ist es doch an. Oh, jetzt ist es an. Was? Aber wie?
Ich habe es eingeschaltet. Du auch hier, Pepper? Anscheinend war der Stromsparmodus aktiviert. Ich habe mich ins System gehackt und die Einstellungen überschrieben. Ah, du bist die mit dem flauschigen Evoli-Rucksack. Hä? Die mit dem Rucksack? Mein Name ist Cosima. Alles klar, schön dich kennenzulernen. Wir haben bisher noch gar nicht miteinander gesprochen, oder? Ich heiße Mila und bin in der 1A. Du kennst dich also gut mit Computern aus, was? Magst du auch Pokémon-Kämpfe? Oh, die redet ja wie ein Wasserfall. Sie kennt sich hier mit Hightech-Kram aus. Sogar der Direktor hat sie empfohlen. So jemanden brauchen wir hier. Als ich ihr gesagt habe, dass es darum geht, Maike zu helfen, war sie sofort zur Stelle. Oh, nett. Abenteuer und so sind eigentlich nicht mein Ding. Aber ich habe dir versprochen, dass ich meine Schuld bei dir begleichen werde, Maike. Und heute erfülle ich dieses Versprechen. Du scheinst solche Sachen ja überraschend ernst zu nehmen. Na, mich kennt ihr ja schon. Ich bin Pepper. Meine Hobbys sind Essen mit Mastifioso und biometrische Aufzeichnungen erfolgt, biometrische Authentifizierung erfolgt. Hallo, Maike. Ich habe auf dich gewartet. Wie es scheint, bist du mit sehr talentierten Verbündeten gekommen. Wer sind sie? Das ist meine Mutter, glaube ich. Was? Professor Antiqua? Nee, Mila, Matrikel Nummer 8015001. Cosima, Matrikel Nummer 803B121. Danke, dass ihr gekommen seid. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenlernen zu dürfen, Professor. Oder zumindest Ihre Stimme. Hast du ihr erzählt, dass wir kommen? Als würde ich das tun. Bitte steigt zunächst hinab in den Schlund von Paldea. Mit dem Fahrstuhl zu eurer Rechten gelangt ihr in die untere Kammer. Dürfen wir denn hier überhaupt mit Erlaubnis der Schule lang? Du, sag mal Mama. Bitte begebt euch nach unten. Verstehen sich die beiden einfach nicht gut? Sieht so aus. Na, nicht mein Problem. Gehen wir zur Zone. Ne, was ist denn hier eigentlich? Lass es nicht öffnen, möglicherweise kaputt. Aha. Das ist bisher irgendwie das einzige Innengebäude, was wir besuchen können. Gefühlt. Ich muss irgendwie so ein bisschen an Mewtwo denken bei diesen ganzen Labortech-Sachen. Sieht cool aus, alles. Sieht cool aus. Na gut, aber mehr gibt's hier nicht, scheinbar. Ich kann hier mit nichts interagieren. Ist alles nur Deko. Damit der Raum nicht leer ist. Okay, verstehe. Ab in den Aufzug. Reden die irgendwie gar nicht im Fahrstuhl? So gar nicht? Nö. Wir reden einfach nicht. Okay, cool. Biometrische Authentifizierung abgeschlossen. Zugang gewährt. Tor zur unteren Ebene wird geöffnet. Wow, eine automatische Tür! Nein, ich denke, sie wird aus der Ferne gesteuert. Wenn ihr das Tor durchschritten habt, befindet ihr euch über Zone 0. Maike, du hast Koraidon bei dir, nicht wahr? Klar doch. Der möchte immer meine Sandwiches haben, der geht bei mir nicht weg. Egal, ob ich selbst wenn ich es wollen würde, würde er nicht abwegrennen. Danke, dass du eben mit zusammen so viele Abenteuer beschritten hast. Mit Hilfe der Reittechnik Leiten von Koraidon solltet ihr hinunter zur Zone 0 gelangen können. Hä? Gibt's hier keinen Fahrstuhl oder so? Warte, was? Koraidon kann fliegen? Wenn ihr unten seid, melde ich mich wieder. Ich wünsche gutes Gelingen. Mal wieder keine Antworten. Typisch. Ich bin echt gespannt auf die Pokémon in Zone 0. Los geht's, kommt schon! Wir haben ja schon ein bisschen aus den Geschichtsbüchern gelesen, was das hier so alles wird. Und die Pokémon werden hier wahrscheinlich stärker als die Kämpfe, die wir beschritten haben. Ihr kennt echt keine Angst, was? Scheinbar nicht, nein. Wir sollten auch gehen. Mhm. Mit Koraidon. Aber hier kann ich noch nicht auf Koraidon reiten. Hier steht ein großer Container. Es sieht so aus, als ob er sich früher einmal bewegt habe. Okay. Interessant, was ist denn hier? Hier war mal eine Tür und dann haben sie es geändert zu dem Lift. Okay, cool. Die anderen warten bereits. Jetzt gibt es keinen Zurück mehr. Oha. Okay. Na dann, los geht's.
Bist du aufs Schlimmste vorbereitet, Maike? Nein? Wir warten, bis du ready bist. Ja, meine Pummel sind geheilt, falls du das meinst. Okay, alles klar. Los geht's, dann hol mal dieses Pokémon raus. Du meinst Koraidon, stimmt's? Können wir wirklich alle auf Koraidon fliegen? Sind wir nicht zu viele? Ach ja! Hm? Ach ja. Was hat es denn? Wenn ihr mich fragt... Höhenangst. Ah, verstehe. Aber wenn wir alle zusammenfliegen, braucht sich niemand zu fürchten. Das ergibt absolut keinen Sinn. Ach ja. Ja, spring auf! Wahoo! Wie episch. Das ist gut animiert, finde ich. Rein in Zone 0! Ist das hier Zone 0? Sieht ziemlich friedlich aus. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Mit überall Abgründen, Lava. Aber es ist alles total friedlich. Ich kann nicht glauben, dass ich echt wieder hier bin. Puh, mir ist zweimal fast das Herz stehen geblieben. Ach ja, ja. Was ist denn los? Quah! Hä? Verzieht sich wieder zurück in meinen Pokéball. Na nur, ist es von selbst in den Pummel zurückgekehrt? Pff, es hat bestimmt nur Hunger oder so. Moment, wo ist unsere Schulsprecherin? Stimmt, wo ist Nemila? Nemila? Was? Ich kann sie nur sehen. Heißt das etwa... Mann, Leute! Zona ist der Wahnsinn! Sie war nur ohne uns schon unterwegs. Was steht ihr noch so rum wie festgewachsen? Los, komm schnell! Übereifer von Nemila wirkt. Biometrische Authentifizierung erfolgt. 4 Personen erkannt. Zustand zufriedenstellend. Vitalfunktion im normalen Bereich. Ich scheint unversehrt eingekommen zu sein. Pah, ja, war total gemütlich der Abgang. Das freut mich. Ich war besorgt, dass die gegenwärtig einzige Möglichkeit zum Abstieg recht hohe Risiken bewirkt. Echt jetzt? Mit Sarkasmus scheint es seine Mutter nicht besonders zu haben. Danke, dass Sie sich Sorgen um uns gemacht haben. Nun möchte ich euch bitten, zum Labor 0 vorzudringen. Dem tiefsten Punkt von Zone 0. Ich warte dort auf euch. Allerdings ist der Eingang von außen mit 4 Schlössern verriegelt. Ich selbst bin nicht in der Lage, sie zu öffnen. 4 Schlösser. Ihr müsst auf dem Weg zum Labor die 4 Observationsstationen betreten. Die Dinger hier. In diesen Einrichtungen solltet ihr die Schlösser entriegeln können. Viel Erfolg! 4 Schlösser, alles klar! Das klingt fast wie eine Quest aus einem Videospiel, findet ihr nicht? Ja, richtig. Dann wollen wir mal! Auf zum Grund von Zone 0! Okay. Da spawnt direkt ein Omod. Und leider kann ich hier nicht reiten. Scheinbar hat Corel dann keine Lust darauf. Hat zu viel Schiss oder so. Und hey, schaut mal, die folgen mir alle. Alle mit ihrer eigenen Animation. Cool. Und da fängt die epische Musik an. Hier in Zone 0. Wo wir beim nächsten Mal weitermachen werden. Seid gespannt.